Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, in der Tat, ich habe ein breites Spektrum, Innenbau und Verkehr, aber ich bin, glaube ich, ausdrücklich eingeladen, heute als Bauminister zu sprechen. Ich erzähle Ihnen also jetzt nicht von dem wunderschönen Wochenende in Hamburg oder von anderen wunderbaren Erlebnissen. Da sind Sie hinreichend andernorts informiert. Ich bedanke mich aber bei Ihnen, lieber Herr Eisele, sehr, sehr herzlich, lieber Böhm, dass ich erneut die Ehre habe, auch in diesem Jahr beim Bayerischen Immobilienkongress zu Gast sein zu dürfen und den Preis für Qualität im Wohnungsbau verleihen zu dürfen. Ich glaube, das ist schon etwas ganz Wichtiges, dass der BFW in der Tat hier auch damit ein klares Statement abgibt. Nun schon zum dritten Mal. Ja, es liegt ihm auch an der Qualität. Nicht nur irgendwas in die Landschaft zu stellen oder so eben, dass man mit höchstmöglichen Gewinn möglichst viel verkaufen kann oder dergleichen, sondern dass in der Tat die Qualität nicht gering geschätzt werden soll. Insgesamt ist der Wohnungsbau ja aktuell sicherlich eines der wichtigsten politischen Themen in Deutschland. Und infolge der Zuwanderung, und damit meine ich nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch die Zuwanderung aus den EU-Staaten und vieles mehr, wir haben eine extrem wachsende Bevölkerungszahl im Moment wieder in Deutschland. Und weil das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es wirtschaftlich unheimlich boomt in Deutschland. Viele, viele Unternehmen suchen neue Arbeitskräfte und der Zugang aus den anderen europäischen Staaten ist ja ohnehin rechtlich unbegrenzt. Und deshalb haben wir weiteres Wachstum. Interessant, auch die Bertelsmann Stiftung folgert daraus, dass jetzt auch die Schülerzahlen in den nächsten Jahren wieder wachsen werden, weit mehr, als man bisher angenommen hatte. Ja. Und das sind letztendlich alles die gleichen sozusagen Faktoren, die auch dazu führen, dass wir natürlich mehr Wohnungsbau brauchen, dass wir sowieso Ersatzbedarf haben, dass erneuert werden muss und dergleichen, ist sowieso klar. Aber wir haben tatsächlich auch einfach mehr Menschen in unserem Land und brauchen deshalb mehr Wohnungen. Und ich sage an dieser Stelle schon, auch ja, wenn es darum geht, dass mehr Menschen mehr Wohnraum brauchen, werde ich dieses Bedürfnis ganz eindeutig nicht durch nur mehr Regulierung des vorhandenen Wohnungsbestandes lösen können. Ich kann schon Mietwucher und dergleichen entgegenwirken. Aber nur mit Regulierung des vorhandenen Wohnungsbestandes werde ich den Bedarf an mehr Wohnungen für mehr Menschen ganz offensichtlich nicht lösen können. Und das ist, denke ich, in der aktuellen Debatte schon mal zwar einerseits banal, trotzdem stelle ich immer wieder fest, man muss sich auch darüber doch heftig auseinandersetzen. Ja, wir erleben aber natürlich auch in der aktuellen Debatte, gerade zum Beispiel hier im Ballungsraum München, dass natürlich auch die Wohnkostenbelastung sich schon zu einer zentralen sozialen Frage entwickelt. Ganz einfach, weil gerade in den Ballungsräumen, das ist nicht nur hier in München so, das ist auch in Nürnberg so, das ist aber auch in Stuttgart so, in Frankfurt so, in Hamburg so, weil eben das Angebot bei weitem nicht der deutlich gestiegenen Nachfrage gerecht werden kann. Und dann ist das eine ganz normale, möchte ich fast sagen, phänotypische Entwicklung. Wenn Angebot und Nachfrage deutlich auseinanderklaffen, führt das in dieser Gestalt zu Preissteigerungen. Und auch von daher ist das wirksamste Mittel, eben für ein stärkeres Angebot zu sorgen, sodass Angebot und Nachfrage vielleicht im Laufe der nächsten Jahre wieder einigermaßen ins Gleichgewicht kommen. Ja, wir brauchen also letztendlich überall in Deutschland, insbesondere aber natürlich auch bei uns in Bayern, eine deutliche Steigerung des Wohnungsangebots. Wir haben dazu versucht, auf landespolitischer Ebene unsere Hausaufgaben zu machen, indem wir ja vor eineinhalb Jahren diesen meines Erachtens schon beachtlichen Wohnungspakt Bayern gestaltet haben, mit einem staatlichen Sofortprogramm, mit einem kommunalen Wohnraumförderungsprogramm und mit einem massiven Ausbau der staatlichen Wohnraumförderung. Wir haben das Ziel, allein mit diesen Fördermaßnahmen bis zu 28.000 neue staatlich geförderte Wohnungen entstehen zu lassen innerhalb von 4 Jahren. Und wir stellen dafür immerhin 2,6 Milliarden Euro allein in Bayern zur Verfügung. Ich brauche, glaube ich, an dieser Stelle auf die Einzelheiten hier nicht eingehen. Das meiste davon habe ich auch, manche Gesichter erkenne ich doch wieder, letztes Jahr an dieser Stelle schon vorgetragen. Ich kann zwar nicht meinerseits dafür garantieren, dass alle noch in Erinnerung haben, was ich letztes Jahr an dieser Stelle gesagt habe, aber Sie mit einer Wiederholung zu belästigen, wäre dann doch vielleicht nicht richtig. Wichtig ist, dass wir über dieses Programm hinaus jetzt auch noch Mittel mobilisiert haben,
um. Das sage ich ganz bewusst, weil wir auch Gegenden in Bayern haben, wo umgekehrt zum Beispiel in manchen Ortskernen im ländlichen Raum auch Häuser leer stehen, Wohnungen leer stehen und dergleichen. Wir stellen jetzt erhebliche Mittel aus der Städtebauförderung bereit, um solche Ortskerne zu revitalisieren, da entsprechend den Kommunen Mittel an die Hand zu geben. Denn wir wollen schon allein auch von der Optik her, vom Leben in diesen Gemeinden nicht, dass das da weiter verfällt und dass da leere Häuser immer weiter verkommen. Wir wollen, dass da wieder Leben reinkommt. Da muss das Ganze entsprechend modernisiert werden. Es macht keinen Sinn, wenn am Ortsrand ständig neu gebaut wird und im Ortskern verfällt das Zeug. Da fühlen sich letztendlich die Menschen auf Dauer in einem solchen Ort auch nicht wohl. Und darum ist es richtig, da ein bisschen Impulse mit dafür zu geben. Und dann können auch wieder Familien zum Beispiel in einen solchen Ortskern einziehen. Wichtig ist mir aber vor allen Dingen, meine Damen und Herren, dass wir es jetzt geschafft haben. Wir sind ja nun jetzt gerade mal noch 2,5 Monate vor der Bundestagswahl. Wir haben in den letzten 2,5 Monaten intensiv in der Führung von CDU und CSU an dem gemeinsamen Wahlprogramm gearbeitet, das am Montag letzter Woche ja in Berlin endgültig beschlossen worden ist. Und ich freue mich als bayerischer Bauminister sehr, dass es gelungen ist, doch eine ganze Reihe von Punkten, über die wir jetzt in den letzten Jahren immer wieder gesprochen haben, für die ich mich immer wieder eingesetzt habe, in diesem Wahlprogramm tatsächlich auch zu verankern. Und das sage ich allen voran. Ich brauche das Ganze hin und her zu dieser Frage in den letzten Jahren hier nicht wiederholen. Aber es ist gelungen, dass in diesem Wahlprogramm jetzt ausdrücklich verankert ist, eine befristet geltende degressive Abschreibung für den Mietwohnungsneubau wieder einzuführen. War nicht ganz einfach. Ich brauche jetzt nicht, es war ja so ein Zehnergremium, 5 von der CDU und 5 von der CSU. Ich brauche jetzt nicht, ist ja alles vertraulich, nicht im Einzelnen eingehen, wer da welcher Meinung war. Aber jedenfalls, es steht jetzt in diesem Programm. Und ich freue mich sehr, jetzt wird es darauf ankommen, wie die Wählerinnen und Wähler entscheiden am 24. September und wie dann irgendwelche Koalitionskonstruktionen aussehen und dergleichen. Das ist alles nicht das heutige Thema und darüber brauche ich jetzt nicht spekulieren. Aber es ist, denke ich, schon mal wichtig, Wiedereinführung der degressiven Abschreibung ist hier klar angesprochen. Darüber hinaus, im Hinblick gerade auf die Förderung von Kindern und Familien, dass ein Baukindergeld mit 12.000 Euro pro Kind auf 10 Jahre pro Jahr, also immerhin addiert sich das dann ja schon ganz gut, also 1.200 Euro pro Jahr und das addiert sich dann über 10 Jahre auf 12.000 Euro. Das ist schon eine ordentliche Entlastung. Das kann gerade jungen Familien dann schon erleichtern, dass sie zum Beispiel auch über die Schaffung von Wohneigentum nachdenken oder das entsprechend anpacken. Gerade vielleicht auch junge Familien, die dann schon 2 Kinder haben oder das dritte Kind ansteht und dergleichen mehr. Wir wollen zusammen Bund, Länder und Kommunen alles dafür tun, dass wir mehr Bauflächen hier entsprechend mobilisieren. Die Aktivierung von vorhandenen Baulands ist entscheidend wichtig. Darüber hinaus die Nutzung von Nachverdichtungspotenzialen und dann natürlich auch die Neuausweisung von Bauflächen. Die Aktivierung vorhandenen Baulands ist eigentlich zunächst einmal am einfachsten. Hier haben wir zum einen in Bayern ganz konkret jetzt mit einer Flächenmanagement-Datenbank ein Instrument entwickelt, welches allen Gemeinden in Bayern kostenlos zur Verfügung steht und mit denen Kommunen, die das wollen, ermöglicht wird, dass sie leicht zugänglich eben auch darstellen, wo sind Flächen auf dem Gemeindegebiet, die bebaubar sind, aber im Moment noch nicht bebaut sind und wo man dann gegebenenfalls auch potenzielle Investoren ganz gezielt darauf hinweisen kann, da und da und da sind jedenfalls bebaubare Flächen. Es ist Sache des Investors, dann sich gegebenenfalls natürlich mit dem Eigentümer in Verbindung zu setzen. Ich glaube, das gehört auch sozusagen in Anführungszeichen zu einem Stück Digitalisierung, dass ich sowas heute als Kommune in einer Datenbank zur Verfügung stelle und nicht dann einer erstmal anfangen muss, irgendwo im Kataster nachzuschauen und den Bebauungsplan daneben zu legen und dergleichen mehr. Ich glaube, das gehört dazu, wenn wir insgesamt Wohnungsbau stärker voranbringen wollen. Und dann haben wir gerade bei solchen Grundstücken, die dann, wo der Minister sagt, ja hervorragend, da könnte man wunderbar bauen, dann oft die Situation, da gibt es jetzt den Landwirt, der hat, sagt aber, ich habe aber gar kein Interesse im Moment,
hier diesen Acker zu verkaufen, auch wenn er in einem Bebauungsplan liegt. Weil wir nämlich da eine Konstruktion haben, dass der das, was er für das Grundstück kriegt, sofort wieder in seinen landwirtschaftlichen Betrieb investieren muss, indem er einen neuen Traktor kauft oder einen neuen Stadel baut. Und wenn er das nicht tut, dann wird das wie Entnahme aus seinem Betriebsvermögen voll versteuert. Auch da ist es, denke ich, ein ganz wichtiger Durchbruch gewesen, dass wir mit Zustimmung des Herrn Bundesfinanzministers, der auch dieser Kommission angehört hat, dieser 5er-5er-Kommission, jetzt in diesem Programm verankert haben, dass es spezielle steuerliche Begünstigungen geben soll, wenn ein solcher Landwirt zum Beispiel dann das Geld, das er für das Grundstück von dem Bauinvestor bekommt, zum Beispiel selber in den Mietwohnungsbau investiert, indem er sich zum Beispiel an dem Investment selber mit beteiligt und dergleichen. Und dann wird das behandelt, als ob das weiterhin zu seinem landwirtschaftlichen Vermögen gehört. Es wird nicht als Entnahme aus seinem landwirtschaftlichen Vermögen steuerlich behandelt. Im Detail muss das jetzt noch ausgearbeitet werden. Aber dass wir uns darauf grundsätzlich schon mal verständigen konnten, wird, glaube ich, bei der Mobilisierung vieler im Moment noch landwirtschaftlich genutzter Grundstücke, wo aus genau diesen steuerlichen Gründen bisher der ein oder andere Landwirt, und wahrscheinlich haben viele von Ihnen solche Beispiele schon erlebt, wo einer bisher sagt, nö, ich verkaufe jetzt nicht und dann müsst ihr die Hälfte wieder an das Finanzamt abgeben und dergleichen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Ansatzpunkt ist. Der wird auch nicht alle Probleme lösen, aber ich glaube, dass wir wenigstens einige Grundstücke dadurch tatsächlich schon auch mobilisieren können. Beim Thema Nachverdichtung sind viele Kommunen in Bayern im Moment schon aktiv. Ich weiß, dass das da oder dort auch an Akzeptanzgrenzen stößt bei der vorhandenen Nachbarschaft. Und deshalb scheint mir in dem Bereich vor allen Dingen eine breite und frühzeitige Bürgerbeteiligung seitens der Kommunen sehr, sehr wichtig. Es hat meines Erachtens meistens keinen Sinn, wenn irgendjemand versucht, solche Nachverdichtungskonzepte sozusagen klammheimlich irgendwo auszuarbeiten und dann meint, er könne das so im Überraschungseffekt irgendwo durchsetzen. Da wird meistens der Ärger in der übrigen Bürgerschaft umso größer. Wir brauchen eine frühzeitige Bürgerbeteiligung. Wir wollen da keine neuen Vorschriften erlassen, sondern es ist meinerseits nur ein Appell. Man muss da möglichst den Konsens in dem Wohnviertel suchen, sonst wird das schwierig werden. Und dann brauchen wir natürlich auch Neuausweisungen von Flächen. Und das sage ich auch im Hinblick auf die Diskussionen, die immer wieder geführt werden. Ja, von wegen, es würde unser Land bald zu betoniert werden, was schon rein statistisch Unfug ist. Die gesamte bebaute Fläche in Bayern, die genutzt wird für Wohnbau, für Gewerbebau, für was auch immer, ist im Moment zwischen 11 und 12%. Die wächst vielleicht in den nächsten Jahren, wenn es so weitergeht, auf 13%. Ja, aber mehr sind es nicht. Es sind allein im Moment ein Drittel des gesamten Staatsgebiets Bayerns, ein Drittel des ganzen Landes ist Wald. Und der Waldanteil ist in den letzten Jahren eher leicht gestiegen, von 32 auf 33,5%, nicht etwa weniger geworden. Wir haben heute nicht weniger Wald in Bayern als vor 20 Jahren, sondern sogar ein bisschen mehr Waldfläche. Manche Menschen wollen das nicht wahrhaben, es ist aber de facto wirklich so. Es ist so. Und deshalb darf man sich von diesem Bild, wie viele Fußballfelder da ständig bebaut werden, rein statistisch nicht erschrecken lassen. Denn wenn Sie sich erst einmal damit konfrontieren lassen, wie viele Zehntausende von Fußballfeldern sozusagen unser Land insgesamt darstellt, dann ist es auch mit einem weiteren Fußballfeld, das bebaut wird, auch bei weitem nicht mehr so abschreckend. Es ist jedenfalls völlig klar, meine Damen und Herren, wenn wir heute 1,5 Millionen Einwohner in Bayern mehr haben als zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung, dann wird ja kein Mensch ernsthaft sagen können, dass man das alles ohne zusätzliches Bauland hätte erledigen können. Das würde ja dann in der Tat bedeuten, dass ich den gesamten Bevölkerungszuwachs nur über Nachverdichtung der vorhandenen Flächen unterbringen kann. Ich bin der festen Überzeugung, dass die große Mehrheit der Menschen in unserem Land so genau nicht die bauliche Entwicklung haben will. Und deshalb muss jeder, und es gibt ja viele, die da jetzt auch zu anderen Themen Hurra geschrien haben in den letzten 2 Jahren, da muss ich schon klar sagen, ohne zusätzliches Bauland zur wohnungsmäßigen Unterbringung genau dieser Menschen wird es nicht gehen.
Und das muss man dann schon ehrlicherweise auch sagen. Wenn ich sage, ich will überhaupt nichts mehr weiterbringen in diesem Land, ja, und wir machen jetzt Closed Shop und jetzt ist Ende der Entwicklung, sicherlich nicht mein Programm, aber kann man vertreten. Aber dann muss man das auch in jeder Hinsicht vertreten. Man kann aber nicht sagen, jawohl, es sind alle willkommen, aber es darf kein Grashalm mehr irgendwo bebaut werden. Das kann nicht funktionieren. Und ich denke, da müssen wir auch eine offene und ehrliche Diskussion darüber führen. Ich freue mich, darauf will ich nochmal hinweisen, dass ja auch mit unserem Zutun im Mai diesen Jahres die Novellierung des Baugesetzbuches in Kraft getreten ist, die ein beschleunigtes Verfahren zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen für den Wohnungsbau ermöglicht. Außerdem ist ja der neue Gebietstyp des urbanen Gebietes geschaffen worden, der etwas erleichtert, den innerstädtischen Bereich, das Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe etwas flexibler zu regeln, was ja auch der Lebensrealität entspricht. Was haben wir denn heute für Gewerbegebiete? Die meisten Gewerbebetriebe bestehen nicht mehr aus stinkenden Industrie- oder Handwerksbetrieben, sondern das sind gigantisch viele Büroflächen. Und wo wir feststellen, da gibt es heute jede Menge Bürofirmen, Gewerbegebiete mit vielen, vielen Büros und Büros, die stören, außer dass in der Früh die Arbeitnehmer zum Teil mit dem ÖPNV und eben auch einige mit dem Auto dahin kommen und abends wieder heimfahren. Ansonsten geht in der Regel von riesen Bürokomplexen überhaupt keine störende Wirkung aus auf zum Beispiel benachbartes Wohnen. Und genau in solchen Fällen dann auch zu sagen, dann muss ich da nicht so komplizierte Dinge anstellen wie bei der früheren Vorstellung von schwierigen Gewerbebetrieben, sondern da kann ich das viel enger auch oder näher zusammenbringen. Und wir haben ja zum Teil heute viele Menschen, die durchaus in dieser Lebenswirklichkeit genau sagen, ja, ich finde das auch ganz gut, wenn ich zum Beispiel gar keinen so weiten Weg habe. Es wollen manche weiter im Grünen draußen wohnen, aber manche finden das urbane Wohnen und durchaus gerade auch die Nähe zum Arbeitsplatz sehr, sehr attraktiv. Und dafür jetzt auch bauplanerisch die Möglichkeiten zu schaffen, das leichter auch einer Kommune, die das will, zu ermöglichen, das erscheint mir sehr, sehr richtig, inklusive dann auch der ein oder anderen leichten Zumutbarkeit von Lärm. Es ist so, mancher stört es, wenn in der Nähe sozusagen ein kleiner Sportplatz ist und dergleichen. Es gibt aber auch viele, viele, habe ich den Eindruck, zum Beispiel junge Familien, die finden das überhaupt nicht störend, wenn in ihrer Nähe da ein Sportplatz ist und da ab und zu am Samstagnachmittag auch noch 300 oder 400 Leute Tor schreien. Mehr sind es nämlich bei den meisten Vereinen nicht. Ja, das ist so. Das sind aber alle die Dinge, die zum Teil unsere Planungsprozesse unheimlich kompliziert machen, weil es dann eigentlich heißt, ja, wenn da eine Sportanlage ist, dann ist da mindestens so viel Abstand zu halten und dergleichen mehr. Wir müssen da wieder bei aller Bedeutung natürlich des Lärmschutzes, wir müssen da, es ist was anderes, ob da eine Autobahn vorbeifährt oder ob da so ein paar Leute am Wochenende ein bisschen Sport treiben. Wir müssen mit all den Dingen einfach ein bisschen lebenswirklicher und vernünftiger werden. Ein Thema schließlich, lieber Eisel, über das wir uns in den letzten Jahren ja immer wieder unterhalten haben und wo wir uns ja meistens einig waren, trotzdem ich dann in Berlin meistens eher allein auf weiter Flur stand, das ist das Thema der Kosten energetischer Sanierung oder vor allen Dingen der Kosten energetischer Standards beim Neubau. Es ist unübersehbar, dass die Kosten für die immer weiter hochgeschraubten Standards beim Neubau natürlich schon ganz erheblich zu der Kostensteigerung insgesamt im Wohnungsbau beigetragen haben. Auch da haben wir jedenfalls zwischen CDU und CSU ein Einvernehmen erzielt, dass in der nächsten Legislaturperiode weitere Kostensteigerungen auf jeden Fall vermieden werden sollen und dass sogar überlegt wird, wie man das Ganze ebenfalls auch weiter eindämmen kann. Wohlgemerkt nicht die Häuser weiter noch mehr eindämmen, sondern die Kosten eindämmen. Das scheint mir ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, jetzt steht es jedenfalls mal im Programm. Wir müssen dann mit großem Nachdruck im Herbst dran arbeiten, Wählervotum vorausgesetzt, dass das, was im Programm steht, dann tatsächlich auch umgesetzt wird. Aber ich halte das immerhin schon für einen großen Fortschritt, dass wir auf jeden Fall gar keine weiteren Verschärfungen mehr wollen und dass da eine klare Ansage stattfindet. Schließlich haben wir eine klare Aussage generell, das betrifft nicht nur den Wohnungsbau, es darf keine weiteren Steuererhöhungen geben. Das haben wir vor 4 Jahren versprochen und das haben wir auch eingehalten. Das will ich ausdrücklich unterstreichen. Da gab es ja andere Parteien, die auch vor 4 Jahren mit anderen Programmen in den Wahlkampf gezogen sind.
Wir haben Wort gehalten, es hat keine einzige Steuererhöhung in diesen 4 Jahren gegeben. Und wir machen diese Klausel Versprechen auch für die nächsten Jahre. Das gilt auch jedenfalls für Bayern weiterhin für das Thema Grunderwerbsteuer. Sie wissen, wie sich das in manchen anderen Bundesländern entwickelt hat. Es gibt nur noch 2 Bundesländer, nämlich Sachsen und Bayern, die nach wie vor den alten Grunderwerbsteuer-Ebesatz von 3,5% haben. Und wir sagen klar, eine Erhöhung wird es für uns hier auf jeden Fall auch weiterhin nicht geben, definitiv. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt auch für dieses Programm eine Ankündigung vorgenommen. Da muss man jetzt schauen, wie wir da auf Bundesebene damit zurechtkommen. Aber die Ansage ist jedenfalls klar, wir wollen wiederum, damit Leute, die jetzt in der Situation sind, die überlegen, entsprechend Wohnungseigentum zu erwerben oder sich vielleicht so auch mit Nachbarschaftshilfe ihr Häuschen zu bauen und dergleichen mehr. Wir wollen hier für den ersten Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums einen staatlichen Freibetrag in der Grunderwerbsteuer einführen. Da ist noch keine Fixierung auf eine Summe, aber der sollte sich schon in dem Bereich irgendwo zwischen 500.000 und 800.000 Euro bewegen. Das heißt, dass eben nicht für einen, der ein Haus nach dem anderen kauft, sondern dass für den, der für die Eigennutzung, für die Wohneigennutzung sich versucht, eine Wohnung zu kaufen oder ein Häuschen zu bauen und so weiter, dass der erstmal weitgehend beim ersten Mal eben von Grunderwerbsteuer freigestellt wird. Insofern da auch einen echten Anreiz zu schaffen. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiges Signal wäre. Das ist einerseits wieder auch ein Stück, je nachdem, wer davon Gebrauch macht. Das kann auch ein Stück wiederum von Familienförderung und dergleichen sein. Aber insgesamt auch ein Beitrag dazu. Wir wollen Anreize dafür geben, dass mehr Wohneigentum auch geschaffen wird. Denn es ist ja interessant, so groß der Wohlstand in unserem Land ist. Wir sind im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern in der Wohneigentumsquote in Deutschland ja deutlich unterdurchschnittlich. Also es wohnen in Deutschland weniger als in vielen Nachbarländern Menschen in ihren eigenen 4 Wänden. Und das jedenfalls ein bisschen mit zu fördern, mit anzuschieben, mit Anreize zu geben, das erscheint mir sehr, sehr wichtig. Soweit ein paar Anmerkungen zur aktuellen Situation der politischen Debatte über den Wohnungsbau. Insofern sehen Sie mich da eigentlich jetzt jedenfalls auf der Basis dieses Programms erstmal sehr, sehr zuversichtlich. Aber ich weiß, da wird dann im Herbst noch sehr viel Arbeit vor uns liegen, das entsprechend umzusetzen. Nun, ansonsten freue ich mich kurzfristig jetzt sofort, dass wir die Preise für die Qualität im Wohnungsbau 2017 überreichen können. Ja, ich kann nur sagen, ich wiederhole das nochmal, ist eine tolle Sache, dass der BFW hier sich für die Qualität entsprechend einsetzt. Qualität darf nicht auf der Strecke bleiben, auch wenn wir jetzt darauf setzen, dass vor allen Dingen viel schnell gebaut werden soll, aber nicht auf Kosten der Qualität. Wohnungen müssen für viele Nutzergruppen und Bewohnergenerationen geeignet sein. Wohnungen sollen auch durchaus das Stadtbild bereichern. Wir wollen hier auch eine Vielfalt von Wohnungsbau. Wir wollen keinen Einheitsbrei. Und ich denke, es ist wirklich eine großartige Initiative des BFW-Landesverbands Bayern, zusammen mit dem Deutschen Werkbund Bayern den Preis für Qualität im Wohnungsbau zu vergeben. Ich bedanke mich dafür, dass das war neu in diesem Jahr, auch die oberste Baubehörde entsprechend hier mit einbezogen wurde, dass da auch sozusagen deren fachliche Kompetenz willkommen war. Vielen Dank dafür, ist ja doch auch ein Stück Vertrauensvorschuss. Insgesamt glaube ich, dass sich die ausgezeichneten Projekte wirklich durch hohe architektonische Qualität, aber auch natürlich durch ihr ökonomisches Gelingen hervorheben. Besonders hervorheben will ich den in diesem Jahr vergebenen Sonderpreis für gewerbliches Wohnen, der für das temporäre Wohnen im Ballungsraum München eine, denke ich, zeitgemäße Möglichkeit aufzeigt. Und eine besondere Anerkennung verdient auch das soziale Engagement im Wohnungsbau. Mehrgenerationenwohnhäuser sind zum Beispiel für die langfristige soziale und gesellschaftliche Integration im Quartier und ebenso für das demografiegerechte Wohnen und Älterwerden im eigenen Zuhause ein ganz notwendiger Bestandteil. Ich denke, so viel darf ich schon verraten, die diesjährigen Preisträger
sind zwei hervorragende Projekte, geplant übrigens von jungen Büros und realisiert von lokalen Unternehmern. Sie werden das jetzt gleich hören. Ich wünsche mir, dass diese Projekte als Vorbilder wirken und viele Nachahmer finden. Ich freue mich, dass wir jetzt die Preise überreichen können. Den Preisträgern jetzt schon herzlichen Glückwunsch und Ihnen allen wünsche ich hier viel Erfolg beim Bauen möglichst vieler Wohnungen hier bei uns in Bayern und darüber hinaus. Alles Gute und viel Erfolg.